Nacht tauchen wir Menschen in die Welt unserer Träume ein. Magdalena Ecker machte einen persönlichen, ständig wiederkehrenden Traum zum Thema ihres Diplomprojekts. Die gleiche Umgebung, die gleichen Ängste und die gleichen Gefühle sind dabei Motive, die offen lassen, ob das, was wir träumen, Realität ist oder unserer Fantasie entspringt. Das Projekt führt den Betrachter in eine andere Welt, in die Traumwelt des Unterbewussten. Diese Welt erscheint uns rational denkenden Menschen oft irreal, verzerrt und absurd. Die Frage nach dem Zusammenhängen unserer Traumwelten und unseres wachen Alltags beschäftigt uns Menschen seit jeher. Welche meiner alltäglichen Erlebnisse finden ihren Weg in meine Traumwelt? Oder beeinflussen gar meine Träume mein reales Leben?